Jesus und die Ehebrecherin. Jesus bringt den Menschen etwas bei. Einmal brachten ein paar Leute eine Frau zu Jesus. Die Frau war dabei erwischt worden, als sie ihrem Ehemann fremd ging. Sie fragten Jesus: Im Gesetz, das uns Gott durch Mose gegeben hat, steht, wir sollen diese Frau zum Tod verurteilen, weil sie die Ehe gebrochen hat. Was meinst du dazu? Damals war es üblich, Ehebrecherinnen zu steinigen, das heißt, sie so lange mit großen Steinen zu bewerfen, bis sie verbluten. Jesus sagte nichts. Er bückte sich nur und schrieb etwas in den Sand. Er wusste, dass die Leute nur einen Grund suchten, um ihn anzuklagen, und hofften, er würde etwas Falsches sagen. Als sie ihn weiter drängten, stand er auf und sagte: Gut, steinigt sie. Aber der von euch, der noch nie etwas falsch gemacht hat, soll den ersten Stein werfen. Dann schrieb er weiter. Die Leute dachten nach, ließen die Steine fallen und gingen, einer nach dem anderen, beschämt weg. Bald war Jesus ganz alleine mit der Frau. Wo sind sie hin? Fragte er die Frau. Hat dich denn keiner verurteilt? Sieht nicht so aus, meinte sie. Dann werde ich es auch nicht tun. Geh und tue das in Zukunft nicht wieder.